So, hallo, liebe Zuschauer. Es geht jetzt auch weiter, Punkt 14 Uhr, mit Hanako. Und zwar dem Vortrag Verhaltensprävention unter veränderten Rahmenbedingungen am Beispiel der Daimler AG. Und ich freue mich jetzt sehr auf den Professor Dr. Med-Uwe Nixdorf, medizinischer Geschäftsführer, und den Matthias Maul, Leiter Produktentwicklung Hanako GmbH. Hallo und Perfekt. herzlich willkommen, Herr Maul. Schön, dass Sie da sind. Allerdings fängt der Herr Professor Nixdorf an mit dem Vortrag. Ah, und dann kommt Ja. er. Perfekt. Hallo, Herr Professor Dr. Nixdorf. Auch an Sie ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite. Ja, schön, dass Sie beide bei uns sind. Herzlich willkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier an diesem Podium sprechen zu dürfen, zusammen mit Herrn Maul. Mein Name ist Professor Nixdorf. Ich bin CEO, medizinischer CEO von Hanako GmbH. Herr Maul, COO. Und ich darf ganz kurz zwei Worte sagen. Ich betreibe auch schon seit längerer Zeit ein Präventionszentrum. Ich bin ein Mediziner, Internisten, Kardiologe, deswegen sehen Sie mich hier in weißem Kittel. Und das habe ich in Düsseldorf, während die Company Hanako in München sitzt. Und wir machen hier seit über 10 Jahren sehr umfangreiche Check-up-Untersuchungen, in denen wir von morgens bis abends eigentlich mit ausgefeilten Methoden hauptsächlich Fach- und Führungskräfte eigentlich sehr intensiv untersuchen. Hanako hingegen, das werden Sie jetzt in Ausführungen hören, stellen uns hier digital auf und damit dann auch mobil. Und da werden Sie auch ein Praxisbeispiel nach gleich von Herrn Maul auch hören, mit einem der unserer Großkunden, nämlich Daimler AG. Ich will Sie aber erst ein bisschen einführen in die medizinischen Hintergründe, weil ich das als wichtig empfinde. Wir geben uns hier auch einen wirklich fundierten Hintergrund und machen nicht so eine, ich sage mal, jetzt ein bisschen perspektierlich, wie es manchmal etwas inoffizieller oder improfessioneller gemacht wird, so eine grüne Apfelmentalität oder Hüftbogenmentalität, wo irgendwelche vordergründigen BGM-Projekte so also eintagsfliegenartig nur gemacht werden. Wir stehen uns schon als Anbieter mit einem wissenschaftlichen Background. Also es geht um Verhaltensprävention und darf ich mal gleich mit der ersten Slide beginnen? Wir haben hier die Struktur unseres Vortrages. Die ersten beiden Punkte werde ich, wie eben schon angedeutet, übernehmen, so ein bisschen einführen in die medizinisch-wissenschaftlichen Hintergründe und dann wird Herr Maul folgen mit den praktischen Applikationen. Meine Damen und Herren, ich darf so ein bisschen jetzt als Präventivkardiologe auch einführen in so grundsätzliche Zusammenhänge. Und da ist ein Zusammenhang uns besonders wichtig. Den muss man einfach wissen, damit man sich heute auch professionell aufstellt. Wir haben heute chronische Erkrankungen. Ich sage es mal ganz klar, im letzten Jahrhundert haben wir Lebenserwartung gehabt, so Bismarcks Zeiten, die waren so um die Mitte 40. Da würden wir viele, die hier zuhören, ich selbst auch nicht mehr existent sein. Heute werden wir viel älter. Das ist auch sehr schön, dass wir hohe Lebenserwartungen haben. Aber das ist mal so ein bisschen ein Paradox. Die Mortalität geht runter, aber die Morbidität leider hoch. Wir haben also gerade auch dann ab mittlerem Alter chronische Erkrankungen, sehen hier sehr schön dargestellt. Die wichtigsten Erkrankungen, mit denen ich tagtäglich auch zu tun habe, Herzerkrankungen sehen Sie ganz links, Krebserkrankungen, Lungenerkrankungen, jetzt durch Covid-19 besonders aktuell geworden, Schlaganfall, Alzheimer, Diabetes und Nierenerkrankung. Aber und der nächste Punkt, um jetzt so ein bisschen weiter eingehend hier reinzuführen, ist, was ist denn die Ursache von diesen chronischen Erkrankungen? Die sind nicht schicksalshaft, da sind halt eben Lebensstilaspekte. Und Sie merken schon, wir gehen dann damit auch gleich rein in unsere Dienstleistung, denn die wollen wir bearbeiten, die wollen wir erkennen und wollen diese dann natürlich auch modifizieren. Das ist die Open Sehensitzursachen, Bewegungsmangel an erster Stelle. Da darf ich Ihnen auch Übersicht der Literatur ganz klar sagen, dass ich das auch hierarchisch ein bisschen ordnen möchte. Der Bewegungsmangel ist on the top, wenn man die prognostischen Implikationen betrachtet, gefolgt von einer schlechten Ernährung und gefolgt natürlich auch von, sag mal, Entspannungsaspekten, psychosozialer Druck und dann auch den Suchterkrankungen, die hier expressis verbis genannt sind. Nun, was machen wir denn? Wie können wir denn so Risiken, wir wollen ja alle nicht dahin kommen, wir wollen nicht chronisch krank werden. Und wenn vor allen Dingen dann mal so stärkere Events auch mal eingetreten sind, ich denke jetzt mal aus meinem Fachgebiet, der Herzinfarkt, die meisten Menschen sterben nach wie vor an dem Herzinfarkt, nicht an Krebserkrankungen, müssen wir uns Risiken angucken. Und da sind wir eigentlich in der Kardiologie auch mit die ersten gewesen in der Medizin, die erkannt haben, dass Risikofaktoren existieren und die sind bewiesen, da gibt es keinen Diskussionsbedarf mehr, die sind bewiesen für eine kausale Bedeutung von Erkrankungen. Und da sehen Sie hier so in diesem Schema, das ist so ein Ampelsystem, das sind so Scores, mit denen wir heute arbeiten. Der erste ist übrigens der Framingham-Score, den haben viele hier in der Runde auch schon einmal gehört, kommt aus den USA. Wir in Europa haben diesen ESC-Hard-Score, den wir hier sehen. Da sehen Sie viele Dinge da oben, das Geschlecht. Dann sehen Sie auch so Spalten, Nichtraucher, Raucher, alles Dinge, die hier eingehen. Dann der Blutdruck auf der linken Seite, auf der Ordinate, unten auf der Abszisse,
das Cholesterin und in der Mitte, oh Schreck, das Alter, das halt dann auch im höheren Bereich dann extrem zuschlägt. Sie sehen, Ampelsystem oben rot schlecht, unten grün gut. Und wenn wir halt älter werden, dann ist es halt ziemlich rot da oben. Und wir reden aber auch gerade im BGM-Bereich natürlich von den mittleren Altersspannen. Die sehen Sie in der Mitte. Und da sehen Sie, da ist es durchaus sehr diskriminierend. Ja, da sehen Sie grüne, gelbe und rote Felder. Und die Zahlen, die da drin sind, sind im Grunde auch dann die prozentualen Ereignisraten für kardialen Tod in 10 Jahren. Also das ist sehr fundiert heute üblich in der Präventivkardiologie. Nun ist es so, ich sagte schon, es gibt auch Limitationen, wenn man dann so älter wird, dann sagt das auch nicht viel. Übrigens auch andersherum, wenn unten haben Sie gesehen, war alles grün. Wenn Sie also ganz junge Leute haben mit 20, 30 Jahren, dann sind die, obwohl sie vielleicht hohes Cholesterin haben, vielleicht auch Kettenraucher sind, haben die gar nicht so ein Risiko, weil sie einfach so jung sind. Deswegen gehen wir heute her, das machen wir sowohl hier in unserem Präventionszentrum als auch bei Hanako, bei den Check-up-Untersuchungen, dass wir auch Früherkennung betreiben. Und da sehen Sie jetzt hier ein sehr schönes Bild, das machen wir täglich hier in unseren Zentren, das ist eine Magnetresonanztomographie, wo wir erkennen können, dass eben links die Arterien im Bauchraum schön glatt sind, das können Sie alle als Nichtmediziner hier nachvollziehen, und rechts können Sie auch nachvollziehen, nicht glatt, hier eben uneben, das sind Wandunregelmäßigkeiten, noch nicht Einengung, hier ist eigentlich im üblichen Sinne gar kein medizinischer Bedarf eigentlich so im Sinne von Intervention gegeben, aber wir in der Prävention gucken da sehr genau hin und sehen hier auch schon Veränderungen, die tückisch sein können, weil die halt eben dann doch im nächsten Augenblick auch zu Gerinnselbildung zum Beispiel neigen. Das wollen wir wissen, um den Menschen da etwas Gutes zu tun in der Prävention. Nun ist es so, oben, das ist so ein Schema, das Sie hier sehen. Da sehen Sie oben in der Spitze, in der roten Spitze, das kommt auch von Herrn Moffarin, den ich sehr schätze, ein amerikanischer Präventivkardiologe. Oben sehen Sie schwere Herzerkrankungen, die wir alle nicht haben wollen, beendet mit dem Tod. Davor, ich hatte eben dieses schöne Angiogramm gezeigt, subklinische Fehlerkrankungen. Menschen, die haben gar keine Beschwerden, aber in unserer Prävention wollen wir die erkennen. Übrigens einfacher, weil wir nicht in den mobilen Untersuchungen mit MRT an die Menschen gehen können, können wir auch mit Ultraschall zum Beispiel die Gefäße, etwa die Halsschlagadern, sehr gut untersuchen. Darunter sehen Sie eine Zeile mit vielen Risikofaktoren. Ihnen allen bekannt und auch das alltägliche Geschäft von Hausärzten, Internisten, Kardiologen, also Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck, Diabetes und so weiter. Das haben wir schon gehört und haben das eben dem Score auch schön systematisch dargestellt gesehen. Das ist behandlungsbedürftig und wird auch behandelt. Aber, und jetzt muss man sich klar machen, durch große Studien, wie etwa der Interheart-Studie auch, wurde klar, dass ganz unten, die untere Zeile, Lebensstilfaktoren, ganz wesentlich die Ursache sind für die Risikofaktoren. Also ich habe eben schon mal so schön gesagt, diese Risikofaktoren sind meistens gar nicht schicksalhaft. Es hat nicht einfach einer plötzlich einen Bluthochdruck. Auch nicht ein Diabetes Typ 2, der früher mal der Altersdiabetes war, heute eigentlich schon der Diabetes des Jüngeren, sondern es ist zu 80%, um meine Nummer zu nennen, das wissen wir von den Studien, sind eben Lebensstilaspekte hier von Bedeutung. Und da sehen Sie unten die Ernährungsgewohnheiten, die nicht gut sind, die fehlende körperliche Bewegung, das haben wir eben auch schon gehört, oder schadhafte Suchterkrankungen wie das Rauchen eigentlich. Wir haben hier mit Münchner Kollegen eine schöne Arbeit publiziert vor einem Jahr. Und da sehen Sie auch ganz schön in der Mitte nochmal so ein schönes Schaubild. Das macht immer klar, was wir halt eben so als Target haben, was wir nicht haben wollen, was wir prävenieren wollen. Und das ist eben die Plaque, das heißt also die Veränderung der Gefäßwand. Eben hatten Sie schöne Angiogramme gesehen. Hier sehen Sie jetzt ein Schema. Das sehen Sie auch sehr schön, wie da so ein Lipidpool entsteht, so eine cholesterinbeladene Gewebsveränderung in der Gefäßwand, die dann nächsten Augenblick aufbrechen kann, auch durch Stressfaktoren. Wir beschäftigen uns auch mit Stressmedizin. Und dann kann ein Geriss entstehen, das Gefäß verschließt sich und dann haben Sie einen Herzinfarkt. Damit haben Sie mit wenigen Worten auch nochmal von mir gehört, was eigentlich der Hintergrund eines Herzinfarktes darstellt. Und da spielt in diesen Prozessen eine ganz große Rolle die Entzündung. Und ich habe gerade vor kurzem mal einen großen Vortrag gehalten, auch zum Thema personalisierte Kardiologie und Covid-19. Und da gibt es unheimlich viele Crosslinks zwischen dieser Pandemie, Erkrankungen und halt eben auch Herzerkrankungen, das ist vermittelt durch Entzündungen. Ja. Der also gerade Gewicht, der risikoträchtige Mensch, auch der Übergewichtige, hat halt eben so eine Silent Inflammation, die wir nicht haben wollen. Sie sehen das links nochmal schön aufgelistet, Adipositas, das ist eben im Grunde die heutige eigentliche chronische Pandemie, diese unglaubliche Fettsucht halt, ja, die halt eben verquickt ist mit vielen Aspekten des Metabolismus, des Stoffwechsels, wie eben nicht nur der Entzündung, auch vermehrter Gerinnbarkeit
und halt eben dann auch Diabetes, Fettstoffe zerstören, was Sie alles da lesen können. Und rechts ist nochmal dann dargestellt, was darauf halt auch massiv einwirkt, eben risikoträchtig ist. Das ist eben, wir haben es wiederholt gehört, jetzt schon hier körperliche Inaktivität, schlechte Ernährung, Stress hatte ich erwähnt, Schlafmangel und Rauchen. Und dagegen haben wir halt in dieser Arbeit, die wir da publiziert haben, auch ausgeführt, das ist eine Review-Arbeit gewesen, oben grün dargestellt, grün ist gut, rot ist schlecht. Die Dinge, die wir so tun sollten und tun können auch, wo wir heute auch, das möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, relativ klare, auch leitlinienbasierte Positionen hier vertreten können. Wir sind nicht mehr in der Situation, wo wir irgendwelchen Gesundheitsaposteln hören müssen. Wir haben heute auch wirklich Evidenzen, was da wirklich auch zu tun ist in der Form von Bewegung. Wir kommen gleich in den letzten Minuten noch darauf zu sprechen, der Ernährung, Entspannung, Schlaf, Rauchen und weiteren Faktoren. Hier sehen Sie die Übersicht. Das sind jetzt quasi die Lebensstilsäulen. Und ich rede immer von drei Lebensstilsäulen. Sie können das ganze Leben eigentlich subsumieren in drei Lebensstilsäulen. Das ist hier nochmal ganz einfachen deutschen Begriffen dargestellt. Bewegung, Ernährung, Entspannung, das sind die drei halt eben. Und da unten die Suchtmittelvermeidung, das weiß auch jeder. Da gehen wir jetzt mal aus Zeitgründen nicht auch noch drauf ein. Aber auf die drei wichtigen Säulen will ich ganz kurz mal eingehen, bevor Herr Maul dann übernimmt. Das ist also eben die Bewegung. Und da haben wir mit der European Society of Cardiology auch eine klare Vorstellung, wie das so sein sollte. Und da sage ich mal einfach jetzt mit nur Stichworte, das ist ja ein Thema, das würde das ganze Wochenende alleine schon füllen. Das ist halt eben pro Tag eine gute halbe Stunde Ausdauer zu betreiben. Es reicht auch schon strammes Gehen, aber auch Joggen oder Fahrradfahren, auch gut im Wechsel auch, ist sinnvoll zu tun. Und was wir heute, und das steht da auch unten drunter, das haben wir erkannt, auch erst seit ein paar Jahren, dass die Kraft auch noch wichtig ist. Das heißt, dass wir halt eben ein Krafttraining machen sollten, Fitnessstudio, wer das nicht mag, kann auch Workout-Übungen machen mit Personal Trainern oder auch sich alleine autodidaktisch mit Apps auch das aneignen oder auch neue Methoden wie EMS, die das nicht wissen. EMS ist gleich elektronische Muskelstimulation, auch wissenschaftlich mittlerweile gut belegt, dass das sinnvoll ist als Ergänzung oder als Ersatz, besser gesagt, weil man damit sehr zeiteffektiv ist. Ernährung, auch da ein paar Stichworte. Grundlegend haben wir immer in der Kategorie gesagt, mediterrane Grundernährung, aber das wird jetzt ergänzt oder erweitert noch. Ganz wichtig mir auch geworden, eben wegen dieser Pandemie der Adipositas und diesem, wie wir auch sagen, metabolischen Syndrom, was Sie eben gesehen hatten, nicht die ganzen Stoffwechselresultanten aus der Adipositas, ist eben auch Low Carb. Das kennen alle, die hier zuhören, denke ich mal, also niedrige Kohlenhydrat halt eben berücksichtigen. Oder wir gehen sogar noch weiter in die Formula-Diät, wenn wir wirklich Handlungsbedarf haben. Das sind im Grunde auch wissenschaftlich gut belegte Ernährungswege, wo wir halt eben auf Kohlenhydrate komplett verzichten zugunsten von reinem Protein. Und die Entspannung, auch Dinge, wir können das auch alles, wenn das dann mal gerade am Nebenbei erwähnt, auch messen. All die Dinge werden bei uns mit in den Check-ups auch gemessen und hier bei der Entspannung messen wir das auch. Da haben wir halt die Methode der Herzratenorientierung, die auch viele kennen und gehört haben, wird ja heute auch von Nicht-Klinikern im Personal-Training-Bereich oder auch Coaches-Bereich verwendet, mit Biofeedback-Methoden auch kombiniert. Also messen wir einfach die Disbalance des Vegetativums, die immer involviert ist in Stresssituationen. Und da wissen wir auch, dass das prognostisch relevant ist und dass da halt eben auch mit Entspannung entgegenzuwirken ist. Mit einfachen Dingen, Herr Maul würde vielleicht gleich noch ein bisschen darauf eingehen, auch mit unseren digitalen Optionen, die wir hier anbieten, aber halt eben auch bewussten Dingen wie dem Achtsamkeitstraining etwa, das auch viele gehört haben von dem Dr. Kabat-Zinn, den ich sehr schätze, oder Awareness Training, das wir da auch empfehlen. Auf Sucht gehe ich mal, wie gesagt, jetzt nicht ein und würde jetzt an dieser Stelle, Entschuldigung, noch eine Sache möchte ich ganz kurz zum Abschluss als letztes hier von meiner Seite beitragen, bevor wir zu Herrn Maul kommen. Das ist hier noch eine ganz schöne Darstellung, die nochmal jetzt ein bisschen aktueller auch das Pandemieproblem ventiliert von Herrn Kollegen Hauner. Das ist ein Ökotrophologe in München, an der Technischen Universität München, der hier nochmal auch das Thema Adipose, das Sie eben sehen Sie rechts in diesem Teufelskreis, den wir gleich hier kurz mal durchgehen, dargestellt, die ja dann verquickt sind eben mit chronischen Erkrankungen. Wir hatten das ganz am Anfang gesehen, wo ich Ihnen die chronischen Erkrankungen vorstellte und wo ich sagte, dass halt eben diese ungünstigen Lebensstilaspekte, wie vor allen Dingen auch dieses Übergewicht, Adipose, das halt eben dann mitverantwortlich ist. Und das wissen wir auch, das habe ich an einem Kollegen hier in der Düsseldorfer Uni auch nochmal, eben Doktorand von mir gehört, dass ganz wesentlich, müssen Sie sich vorstellen, nochmal die Covid-19 schwer erkrankten adipöse Menschen sind, die sind einfach unheimlich anfällig, susceptibel, wie wir heute sagen. Das sind die, die es dann auch böse erwischt. Und dann wird dadurch die Corona-Pandemie angeheizt.
Dadurch haben wir erhöhte Mortalität links dargestellt. Und jetzt haben wir eine etwas weniger medizinische als politische Thematik noch dabei. Die Lockdowns, die wollen wir jetzt nicht diskutieren, aber die führen natürlich auch dazu, dass das tendenziell, das wissen wir ganz genau, Herr Hauner hat das hier mit 1000 Menschen mal verlaufskontrolliert auch belegt, dass es eben auch zu ungünstigen Veränderungen führt. Die Leute sitzen im Homeoffice, sie nehmen tendenziell Gewicht zu, Corona-Speck in Anführungsstrichen, es bewegen sich weniger, diese Phänomene kennen wir und das führt wieder zur Aggravierung des Adipositas. Schon haben wir hier diesen Teufelskreis, den ich jetzt aktuellerweise nochmal zum Zusammenhang mit Covid-19 auch darlegen wollte. Und damit darf ich zu Herrn Maul überleiten. Die Folie gehört noch dir. Du bist das du. Alles klar. Gut. Okay, dann mache ich weiter. Vielen Dank. Wir haben gehört, worauf es jetzt ankommt bei der Verhaltensprävention. Und ich denke, das ist allen auch im Wesentlichen natürlich bekannt. Jetzt ist die Frage, wie setzt man es um? Wie setzt man es im betrieblichen Kontext um? Und das ist natürlich eine wirklich große Herausforderung. Ich meine, wir sehen ja an uns selbst, wie schwer es ist, Gewohnheiten zu ändern. Wie schwer es ist, eine gesunde Lebensweise durchzuhalten bei all den Verlockungen im Bereich Ernährung, bei all den Komfortbedürfnissen im Bereich Bewegung, bei dem Stress, der sich eben während der Tätigkeit aufbaut und wo man dann sich nicht die Zeit nimmt, da etwas gegen zu tun. Selbst Gewohnheiten zu ändern ist schwer, aber die Gewohnheiten von anderen Menschen zu ändern, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und hier im Bereich der Prävention haben wir das Problem, dass es oft Situationen sind, wo es keinen Leidensdruck gibt. Das heißt, da muss man erstmal überzeugen, bevor man dann eine Verhaltensänderung herbeiführen kann. Und die nächste Herausforderung ist, dass diese Verhaltensänderung dann dauerhaft ist. Ja, das ist der Kontext, mit dem wir uns hier beschäftigen. Und ich sage nochmal, Uwe, du musst mir noch die Maussteuerung geben, glaube ich. Ja. Okay, jetzt habe ich. Wir haben im BGM jetzt natürlich auch nochmal eine besondere Situation. In den letzten anderthalb Jahren hat sich einiges geändert. Wir mit der Corona-Pandemie ist das BGM jetzt gezwungenermaßen digital geworden. Davor war es weitgehend analog. Es gab schon digitale Maßnahmen, aber in den allermeisten Unternehmen haben die eine absolut untergeordnete Rolle gespielt. Jetzt ist es digital und das Analoge kommt jetzt wieder und das ganze, die ganze Landschaft wird hybrid. Also da tut sich was bei den Instrumenten, schon auf dieser allgemeinen Ebene. Und hier gibt es eine Menge Dinge, eine Menge Erfahrungen, die hier noch zu sammeln sind. Der zweite Punkt ist, vielen Dank. Der zweite Punkt ist, dass sich auch die Arbeitsverhältnisse geändert haben. Und das wurde ja schon ausführlich behandelt heute Morgen. Der Professor Nürnberg hat das auch nochmal hervorragend dargestellt. Wir haben eben eine Situation, die anders ist als noch vor 2 Jahren. Homeoffice spielt eine große Rolle. Und das führt zu einer ganzen Menge von Konsequenzen für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Vor allem hat sich der Lebensmittelpunkt der Beschäftigten vielleicht vom Betrieb in die eigene Wohnung verlagert und viele Maßnahmen funktionieren dann nicht mehr. Es nützt nichts, einen Rückenkurs im Unternehmen anzubieten, wenn derjenige dann gar nicht da ist. Und selbst der viel genannte Obstkorb funktioniert nicht, wenn die Beschäftigten zu Hause sitzen. Das heißt also eine ganz andere Situation, andere Instrumente, andere Rahmenbedingungen und damit müssen wir irgendwo umgehen. So, und also es gibt viele Möglichkeiten, damit dann klarzukommen. Es gibt viele Dinge, die man da versuchen kann. In vielen Unternehmen werden eben hier verschiedene Ansätze gefahren, die stärker digital sind, stärker analog, stärker durchmischt. Und da gibt es sicher einige Ansätze, um hier zu Lösungen zu kommen, die Vorteile aus beiden Welten nutzen. Und ich stelle Ihnen jetzt eine davon vor, und zwar das
Praxisbeispiel Daimler. Wir haben im Daimler-Konzern ein Projekt umgesetzt, wo es genau darum geht, ein hybrides Gesundheitsmanagement zu realisieren. Daimler hat ein klassisches analoges Gesundheitsmanagement über viele Jahre gehabt und hatte schon vor der Pandemie damit angefangen, stärker auf digitale Maßnahmen zu setzen und da größere Projekte geplant, um zu einer digitalen Plattform zu kommen, die dann das ganze Gesundheitsmanagement zusammenführt. Und mit der Pandemie hat das Projekt dann nochmal Fahrt aufgenommen. Dann war natürlich der Handlungsdruck größer. Und Mitte letzten Jahres wurde dann damit begonnen, diese Lösung umzusetzen. Anfang dieses Jahres war sie dann umgesetzt und ist live gegangen. Und wir sind aber dabei, die gerade noch hochzufahren. Das heißt, momentan ist sie noch nicht bei vielen Beschäftigten aktiv, aber es kommen jetzt zunehmend Werbekampagnen, die dann das Ganze ausdehnen. Insgesamt werden die Beschäftigten von Daimler Deutschland adressiert. Insgesamt hat Daimler in Deutschland ungefähr 160.000 Beschäftigte. So, wie sieht das jetzt aus? Wir haben hier auf der Folie dargestellt, welche Motive Daimler hier verfolgt hat. Das ist eine Auswahl, die hier ein bisschen lose nebeneinander steht. Aber ganz wichtig ist natürlich, wie bei allen betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen, dass das Thema gesunde und leistungsfähige Beschäftigte. Darauf soll das Ganze am Ende einzahlen und da werden dann auch die entsprechenden Kennzahlen erreicht werden. Wir haben aber, das steht hier etwas unscheinbar auf Position 8, natürlich auch das ganz große Thema, dass es hier um Arbeitgeberattraktivität geht. Daimler kämpft eben wie alle anderen Unternehmen um qualifizierte Beschäftigte und das Gesundheitsmanagement ist, wie wir, glaube ich, alle merken an verschiedenen Stellen, ist einfach ein wesentlicher Faktor dabei. Das wird zunehmend nachgefragt und wenn ein Unternehmen da nichts tut, dann ist das ein Problem. Und wenn ein Unternehmen sich da differenzieren kann, ist das ein echter Vorteil, der am Ende wirklich das Geld wert ist. Im Kontext von Daimler waren noch zwei andere Sachen besonders wichtig. Das eine ist, dass es schon immer ein Problem war, gerade die Mitarbeiter in der Produktion zu erreichen mit Gesundheitsmaßnahmen. Und hier gibt es besondere Potenziale, weil das Gesundheitsbewusstsein in diesen Bereichen nicht ganz so hoch ist wie in den Bereichen der Administration. Und das ging es, also oft in der Vergangenheit war es dann so, da wurden tolle Maßnahmen angeboten, ein ganz großartiges Rückentraining, was hilft, eben Rückenprobleme zu reduzieren. Und es gab diese Menschen mit den Rückenproblemen im Daimler-Konzern, aber die haben das Angebot dann nicht in Anspruch genommen, sondern eben tendenziell die es nicht so dringend gebraucht hätten, die waren dann dabei. Und dieses Grunddilemma, die Maßnahmen den richtigen Leuten zugänglich zu machen, das soll jetzt auch mit dieser Lösung erreicht werden. Und ein anderes Thema ist, dass die Kommunikation wichtig ist. Das kam dann auf mit dem zunehmenden Homeoffice. Die Mitarbeiter waren eben schwerer zu erreichen. Und gerade dem Gesundheitsmanagement hat dann ein Kanal gefehlt, oder zumindest ein Kanal, der wirklich gut funktioniert, um dann am Ende neue Maßnahmen anzukündigen oder auch über Corona-Themen zu kommunizieren. Und auch das sollte hier erreicht werden. Gut, so viel zur Motivation. Was war das dann für eine Lösung, die wir hier jetzt umsetzen? Also erstmal ist es eine App, die hier das Zentrum bietet des Gesundheitsmanagements von Daimler. Und zwar ist der Hintergrund, dass Daimler die ganze Situation natürlich evaluiert hat. Es wurden dann Mitarbeiterbefragungen durchgeführt und unter anderem wurde versucht, dabei zu klären, welche Endgeräte Mitarbeiter im Daimler-Konzern nutzen möchten für betriebliche Gesundheitsmaßnahmen. Und da wurden dann verschiedene Möglichkeiten zur Wahl gestellt, unter anderem natürlich das klassische Desktop,
auch die Firmenhandys und die privaten Handys. Und das Ergebnis war erstaunlich, also sehr überraschend für die Beteiligten, wie stark das Desktop abgeschlagen war und wie stark sich die Mitarbeiter für die Handytechnologie ausgesprochen haben. Und zwar sowohl die Firmenhandys als auch die privaten Handys. Beide wurden da als präferierter Kanal genannt. Und so hat man dann am Ende gesagt, okay, wir verwenden App-Technologie, also iOS und Android-Apps, weil wir da dann auch nochmal mehr Möglichkeiten haben, die zu gestalten und machen keine Weblösung. So, und die Lösung selber, die soll systematisch sein. Am Ende soll Verhaltensänderungen ja auch funktionieren und Sie sehen Status Quo-Analyse, Maßnahmenplanung, Maßnahmenumsetzung, Evaluation, die dann wiederum in neue Analysen überführt wird. Das ist genau das Prinzip, nach dem die App funktioniert. So, ich zeige Ihnen jetzt anhand von ein paar Screenshots, wie das Ganze aussieht und zeige dann auch immer noch, was die spezifische Situation bei Daimler ist, die natürlich adressiert wird und wie die ganze Lösung dann von Daimler tatsächlich eingesetzt wird. Da haben wir im ersten Schritt die Status Quo-Analyse. Da geht es darum, dass die Mitarbeiter, wenn sie die App anfangs nutzen, dass sie einen kurzen Fragebogen ausfüllen. Das dauert ungefähr 5 Minuten. Und dann da geht es um den Lebensstil. Das heißt, es werden Ihnen Fragen zu 8 Lebensstilbereichen gestellt. Die sehen Sie da auch. Ernährung, Ausdauer, Kraft, Inaktivität, Stress, Schlaf, Wohlbefinden, Rauchen sind so die Hauptbereiche. Alkohol ist da auch noch bei Ernährung dabei. Und diese Bereiche werden dann am Ende gerankt und auch insgesamt bewertet. Diese 71 ist der Gesamtscore über alles hinweg. Sie sehen aber vor allem, wo die Handlungsfelder liegen, von denen die Mitarbeiter am meisten profitieren. Also in dem Beispiel links ist es das Thema Ernährung und danach kommen dann Kraft und Inaktivität. Und hier soll dann eben der Fokus liegen. Und die App personalisiert das ganze Angebot dann so, dass tatsächlich diese Bereiche dann im Vordergrund stehen, ohne dass die anderen Sachen ausgeschlossen werden. Zu jedem dieser Bereiche gibt es dann auch eine umfassende Analyse. Denn ich glaube, es ist so, dass der erste Schritt zu Gesundheitsverhalten eben auch das Verständnis ist. Das reicht natürlich bei weitem nicht. Es reicht nicht, den Zeigefinger zu erheben und sagen, hier, du isst zu wenig oder zu viel oder du ernährst dich schlecht, sondern man muss an der Stelle ganz anders motivieren. Aber trotzdem gehört das Ganze dazu, damit dann sinnvolle Entscheidungen getroffen werden können. So, das ist die Status Quo-Analyse und aus der wird dann übergeleitet in die Zielsetzung. Das heißt, da werden dann Ziele priorisiert, ausgewählt, angepasst und gesetzt, mit vielen Tipps und Informationen hinterlegt, die dann helfen, genau diese Bereiche zu adressieren und Schritt für Schritt an der Stelle neue Gewohnheiten aufzubauen. Und das Prinzip, das dahinter liegt, ist das der Habit Formation. Das heißt, da geht es darum, bestimmte Reize mit bestimmten Gewohnheiten zu verknüpfen, die dann möglichst nach Durchführung zu belohnen, aber vor allem auch in kleinen Schritten vorzugehen und nicht den ganz großen Wurf zu suchen. Denn wer schafft es schon, von 0 auf 100 zu gehen? Jemand, der nicht Sport macht, wenn er sich dann vornimmt, 3-mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, ist das eben in 80 oder 90% der Fälle dann kurz- oder mittelfristig zum Scheitern verurteilt. Man muss diese Gewohnheiten langsam aufbauen. Es darf nicht zu weh tun, sonst wird am Ende wieder abgebrochen. Und im ganzen Wahnsinn des Alltags geht dann diese Änderung wieder unter. Diese Ziele sind verknüpft mit digitalen Angeboten, die dann über die App zugänglich sind. Man kann also aus den Zielen, die man sich gesetzt hat, dann unmittelbar die Angebote aufrufen. Und da sind in der App sowieso schon Angebote von ungefähr 20 Anbietern dabei. Das heißt, es sind Anbieter wie Kaya oder Seven Mind oder Weight Watchers, die hier digitale Medien und digitale Inhalte zur Verfügung stellen, die in der App direkt integriert sind. Das sind immer nur kleine Auszüge aus deren Angebot, aber in Summe ergibt sich hier dann schon eine große Vielfalt und viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Aber das Spannende ist, und das ist jetzt auch der Kern des Pudels für Daimler, es geht jetzt hier darum, die eigenen Gesundheitsangebote ebenfalls zu integrieren. Daimler hat ja auch eine komplexe Standortstruktur.
mit verschiedenen BGM-Verantwortlichen in verschiedenen Regionen. Und die App dahinter, oder besser gesagt die digitale Plattform, die dahinter liegt, die kann dann Angebote dreistufig verwalten, also Konzernangebote, Angebote auf aggregierten, für aggregierte Unternehmensteile, und dann gibt es noch eine Ebene darunter. Und so kann man dann die Angebote, die an bestimmten Standorten angeboten werden, den Beschäftigten dann direkt zugänglich machen. Und wenn jemand am Standort Stuttgart arbeitet, dann sieht er auch nur die Angebote, die für Stuttgart dann relevant sind, und außerdem die digitalen Angebote. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, da kann man eben die Angebote dann auch einfach direkt in die App einpflegen und dann auf eine einfache Art zugänglich machen. Und was auch noch wichtig ist, für die Mitarbeiter selbst ist das Ganze dann personalisiert. Das heißt, das, was am wichtigsten ist, jetzt vielleicht hier in dem Fall das Thema Entspannung, das steht dann auch auf Nummer 1 und ist dann am leichtesten zugänglich. So, dann das nächste wichtige Thema ist das Thema Motivation. Das hatte auch der Professor Nürnberg in seinem Vortrag angesprochen, dass das irgendwo auch die Zukunft von BGM-Maßnahmen sein muss, dass man motiviert zur Nutzung dieser Maßnahmen. Und das ist auch absolut unsere Erfahrung. Man muss hier sehr, sehr viel Energie investieren in das Thema, wie nehme ich die Leute mit? Wie kann ich den Mitarbeitenden interessante Maßnahmen bereitstellen, die sie gerne nutzen, die niedrige Einstiegshürden haben? Das ist elementar im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und wir haben hier eine ganze Reihe von Motivationsmaßnahmen implementiert. Eine davon sind die Wettbewerbe, die man hier sieht. Da kann Daimler selbst Wettbewerbe anlegen auf flexibel gestaltbaren virtuellen Karten, dahinter die Google Maps. Und diese Wettbewerbe sind Gruppenwettbewerbe auf Basis von Schritten. Da treten also verschiedene Gruppen, vielleicht Unternehmensteile oder etwas anderes, treten gegeneinander an und wandern dann praktisch über die Strecke bis zum Ziel, und die Gruppe, die als erste das Ziel erreicht hat, dann am Ende gewonnen. Die Karten selber sind dann auch ganz flexibel und kann reinzoomen bis auf die Straßenebene. Das ist alles sehr angenehm und visualisiert das Ganze sehr gut mit vielen Statistiken und auch einem Chat, wo sich die Gruppen dann untereinander austauschen können. Und das hat bei Daimler extrem gut, ist extrem gut angenommen worden. Auch bei anderen Kunden von uns ist das eine Sache, die einfach sehr, sehr gerne gemacht wird. Kann man natürlich nicht immer machen, aber hin und wieder ein solcher Wettbewerb, das motiviert und zieht auch Nutzer, die vielleicht dann sonst die App schon nicht mehr so intensiv genutzt hatten, zieht diese Nutzer dann zurück. Dann das Ganze, dahinter steht natürlich Activity Tracking, und wir haben gerade über Schritte gesprochen. Wir machen aber noch mehr. Wir tracken auch Etagen im Sinne von Höhenmetern. Wir tracken aktive Minuten im Sinne von universeller Aktivität. Und wir tracken Radkilometer. Das landet alles bei uns in der App und kann dann auch genutzt werden, um dann daraus was zu machen. Und parallel zu den Wettbewerben, die sporadisch stattfinden, haben wir da das Instrument der Herausforderungen, wo dann bestimmte Aufgaben gestellt werden, jede Woche 2 Stück. Da geht es dann zum Beispiel darum, möglichst viele Höhenmeter an einem Tag zu sammeln. Und dafür gibt es dann Abzeichen, ein Bronze-, Silber- und Goldabzeichen, je nachdem, wie gut man da ist. Die wiederum kann man sammeln und die zahlen auf die nächste Mechanik ein. Und das ist das Aufgaben- und das Belohnungssystem. Wöchentlich werden den Mitarbeitern Aufgaben gestellt. Das sind 4 Stück, die dann abgeschlossen werden können. Und wenn die abgeschlossen sind, bekommt man dafür 2 Dinge. Einmal Punkte und einmal eine Marke. Und diese Marken kann man sammeln und dann am Ende gegen Belohnungen einlösen. Und hier arbeitet Daimler dann mit der eigenen BKK zusammen. Die Daimler BKK stellt hier, also hat das Belohnungssystem mit ihrem eigenen Bonussystem verknüpft. Und man kann jetzt, wenn man 5 Wochenmarken dort einreicht, dann kann man dafür 10 Euro bekommen, und das 3-mal im Jahr, immerhin 30 Euro. Und das ist für viele schon eine sehr gute Motivation. Es gibt noch eine zweite Belohnung, die bei Daimler aktuell aktiv ist.
Für diejenigen, die hier nicht machen wollen, nicht mitmachen wollen, da schon 3 mal 10 Euro erreicht haben. Und das sind Bäume pflanzen. Da das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement oder das Thema Gesundheit im Allgemeinen und Nachhaltigkeit, die sind ja auch eng miteinander verknüpft. Und da zahlt das auch, glaube ich, das wirkt sehr, sehr gut zusammen. Gegen 3 Marken kann man dann Bäume pflanzen lassen. Das ist im Prinzip eine Baumspende. So, und ich bin auch schon gleich am Ende. Genau. Ich wollte Ihnen ganz kurz so sagen, Herr Maul, wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit für Fragen. Also nur ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Ja? Alles klar, ich brauche noch 30 Sekunden. Okay, alles gut. Das Thema Information ist natürlich auch wichtig. Hier wird so eine Art Journey-Tisch laufen. Da geht es dann darum, auch etwas über die Gesundheit und über Gewohnheitsbildung zu lernen. Und als letztes Thema, was zentral ist für deine Kommunikation, direkt mit dem Mitarbeiter. Und da ist es natürlich hervorragend, direkt praktisch in die Hosentasche der Mitarbeitenden zu kommunizieren, mit Push-Nachrichten, mit Beiträgen, die dann im Feed der App dargestellt werden. Das schafft da nochmal einen ganz neuen Kanal, der dann zusammen mit den bereits bestehenden Kanälen genutzt werden kann. Gut, das war es. Dann bin ich durch. Vielen Dank. Ich hoffe, dass für 1, 2 Fragen jetzt schon noch Zeit bleibt. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für diesen tollen, interessanten Vortrag. Das war wirklich sehr aufschlussreich, sowohl der medizinische Teil als auch der Rest. Es gab noch eine Zuschauerfrage an den Herrn Dr. Nixdorf. Der ist noch da, super. Und zwar, welche Lebensstilempfehlungen geben Sie am häufigsten? Ich habe leider eben nicht ganz gehört. Welche Empfehlungen? Ja. Welche Lebensstilempfehlungen geben Sie am häufigsten? Ja, da muss ich nochmal darauf rekurrieren, ganz professionell und konkret, halt eben entsprechend der von mir auch genannten hierarchischen Gewichtung. Erstens Bewegung, zweitens Ernährung und drittens Entspannung. Das heißt, ich fange immer vorab an mit den Empfehlungen, die ich ja ausgeführt habe, worin die dann konkret bestehen, im Bereich von Sport, Fitness und dann halt gefolgt von der Ernährung und dann auch der Entspannung. Und wichtig zu der Frage auch nochmal, was wir auch machen in EPC und Hanako auch, dass wir das halt eben auch mit Messungen unterlegen. Also da bin ich einfach zu sehr Wissenschaftler und das ist auch, was der Maul sagte, motivationell extrem wirksam. Wenn man einfach Facts sieht zu sich, nicht einfach sagt, es könnte ja mal ganz gut sein, mal irgendwie zu joggen, sondern auch Facts sieht, wo das Fettgewebe ist, wo die ersten Plaques sind. Also einfach konkrete Facts auch liefert, die es zu bekämpfen gilt. Ja, okay, vielen Dank dafür. Noch eine Frage an den Herrn Maul. Sie haben Habit Formation erwähnt. Wie genau setzen Sie das mit der App um? Short and sweet, please. Das ganz kurz. Was wir da tun, wir haben da diese Zielemechanik, da kann man aus ungefähr 20 Gesundheitszielen Ziele aussuchen und customizen, sodass sie genau auf den Tagesablauf, auf den eigenen passen. Und die kann man dann praktisch mit der App verankern, sich immer wieder daran erinnern lassen, das zu tun, was am Anfang eben wichtig ist, damit es zur Gewohnheit wird. Und die App verknüpft das Ganze dann auch mit dem Belohnungssystem, sodass dann am Ende das Chancen hat, ganz gut zu funktionieren. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee auch mit dem Belohnungssystem. Ne? Also das funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Ja, ist eine tolle App, Hanako, also und überhaupt eine tolle Plattform. Also wirklich empfehlenswert. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen beiden recht herzlich für diesen tollen Vortrag. Hat mir sehr gut gefallen und ich glaube den Zuschauern auch. Und wünsche Ihnen beiden noch einen tollen Tag. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Vielen Dank. Ebenfalls. Schöne Konferenz. Danke. Tschüss. Ciao.